Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Liz. Ha. So, also, wir haben hier Säulen, die aber noch sehr dunkel sind. Aber wir haben jetzt ein Loch in den Benzinkocher gestochen und haben Benzin. Schütten wir jetzt mal hier in diese Schale rein. So, das sollte reichen. Und zünden das Ganze an. Das soll Chadwick, der Weise, sein. Ach, der Weise mit dem Buch. So, nächste Säule. So, das sollte reichen. Wer ist das? Der Inschrift nach ist das hier Gareth, der Tapfere. Ach so. Maybe-Löwe. Figur und Inschrift sind stark verwittert. Ah ja, also keine Ahnung, wer das ist. Wisst ihr, wer das ist? Die beiden untersuchen die Säulen nach Hinweisen auf das versteckte Grab. Verstehe. Na gut. Na gut, dann also so. So, das sollte reichen. So, wer bist Hier du? Haben wir Alaric, den Gerechten. Ah, die Waage. Und so, das sollte reichen. Tiras, der Bußfertige. Okay, ja, wahrscheinlich das Kreuz. Und dann ist der andere die Blume. Ja. Und? Schon was herausgefunden? Die Bäre ist der Homosexuell. Was? Wieso? Ja, der eine ist Gerechtigkeit, der andere die diese Abtei gegründet haben. Und wer hilft uns das bei der Suche nach dem Grab? Kann ich noch nicht sagen. Wir forschen weiter nach versteckten Hinweisen. Haben Sie schon etwas entdeckt? Nun, nicht wirklich. Tja. Hier, Dad. Ich habe alle Reliefs abgezeichnet. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Oh ja. Danke, Schatz. Könnte sein. Ja, das ist nett. Braves Kind. So. Peter, die Reliefs, du kriegst die Gwen und Anna von den Säulen abgezeichnet haben. Du hast einen Löwe. Genau. Okay. Okay. Das ist der, dem die Hose gehört. Okay. Der Löwe. Das sieht irgendwie anders aus. Chadwick Weiss, das Buch. Der Gerechte. Achso, der hat hier dieses Kreuz. Dieses andere Symbol. Okay, das hilft uns vielleicht schon mal. Und. The Penitent. Ja. Okay. Gut, gut. Also, wo war denn nochmal diese. Ah, genau. Okay, das ist unser erster Anhaltspunkt hier. Dann schauen wir mal. Also die Waage muss ja dann quasi da oben hin zeigen. Ui. Okay. So, jetzt wird's interessant. Da war... Genau, hier an den Rändern ist noch irgendwie was. Und noch so ein Ring... Ich guck mal, wie war denn das? Vielleicht sind die sogar in der richtigen Reihenfolge. Mal gucken. Das Buch? Nein. Der Löwe. Vielleicht. Der Löwe, dann die Rose. Ach, weiß der Kuckuck. Ich probiere das mal. Also, wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, ist die Waage. Alles andere, keine Ahnung. Ich versuche das mal hier so. Und dann... Das kann man dann noch hier so...
What? What? Okay, also, ich habe das jetzt einfach für mal... Für die Zuschauer zu Hause, das ist einmal Kreuzbuch... Das ist die Lösung. Kreuzbuch, Waage, Löwe, Rose. Ja. Und hier ist ein Loch. Viel zu eng. Da passe ich niemals durch. Ein bisschen mehr Vorspiel. Ja. Dann hol dir mal Hilfe. Schick mal deine Tochter da durch, genau. Voll der nette Vater. Und? Achso, ja, lauf doch mal dahin. Figur und Inschrift. Ja, das wissen wir doch. Ich wollte doch mit Gwen sprechen. Was? Ich habe einen versteckten Zugang zu einem unterirdischen Bereich der Abtei gefunden. Das Grab? Keine Ahnung. Die Öffnung ist zu klein für mich. Schauen wir uns das mal näher an. Lala. Gwen? Also ich würde da bestimmt durchpassen. Kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Aber wenn du möchtest. Außerdem siehst du immer noch ziemlich mitgenommen aus. Sie sollten Ihrer Tochter ein bisschen mehr zutrauen. Gwen schafft das. Ich glaube an Sie. Tun Sie das auch. Das sagen Außerdem Sie, weil bleibt Sie uns ja wohl auch gar keine Ganz andere genau. Möglichkeit, oder? Dad, ich bin okay. Ehrlich. Ehrlich. Na gut. Meinetwegen. Wir brauchen allerdings noch was, womit wir dich abseilen können. Ah, wir haben die Peitsche. Wir seilen dich mit dieser Peitsche ab. Mit einer Peitsche? Manchmal bist du merkwürdig. Ja, das stimmt. Ich finde den ganz nett. Sei vorsichtig. Und wenn der dann auch diesen Hut aufsetzt. Einfallsreich. Okay, Dad, ich bin unten. Aha. Okay. Sieht genau aus wie die Feuerschalen oben an den Säulen. Ah, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Genau. So, dann schmeiß ihr mal Benzin runter. Achso, muss erstmal Nahansicht. Benzin. Gwen, hier, nimm. Bock. Bock. Und das Feuerzeug. Bock. Gwen, schau mal. Bling. Bling. Noch was? Nein. Das hier vielleicht. Nein. Okay. Lies doch mal ein Buch. Lies doch mal ein Buch. So, jetzt hat sie das. Jetzt rein in die Schale. Ich schütte das ganze Benzin rein. Mach das. Wieso? Vielleicht brauchen wir ja noch. Hui. Oh, da war aber noch viel Benzin drin, okay. Aber. Wahnsinn. Das nenne ich mal ein Grabgewölbe. Ja. Wenn es etwas gibt, das uns hilft, Asgard zu finden, muss es hier unten sein. Okay, wenn es was gibt, das uns hilft, Asgard zu finden, es ist hier. Der Professor hat uns seine ganzen Aufzeichnungen über die Schatulle der neuen Welten mitgegeben. Er glaubt, dass Thor die Schatulle einst aus Asgard mitgebracht hat und sie später von Mönchen hier in seinem Grab gefunden wurde. So. Ja, das wäre schön. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir eine Karte in der Mitte. Eine ziemlich genaue Karte von Europa. Falls es auf der Karte einen Hinweis auf die Lage Asgards gibt, haben ihn die Mönche sehr gut versteckt. Hm. Im Moment kann ich keinerlei Markierung erkennen. Tja, dann nicht. So, Vertiefung. Mhm. Eine sechseckige Vertiefung. Mhm. Ein Quadrat und zwei Linien. Okay. Ist noch eine Vertiefung? Eine viereckige Vertiefung. Hm. Hm. Zwei Quadrate. Okay. Dann haben wir hier noch den Sarg, übrigens. Ist da Thor drin? Hallo. Ob das Hallo. Wirklich Thor ist? Hm. Wo ist der Hammer? Mal eben schieben. Boah, ist es stark. Ja. Richtig, richtig krass. So, Schilde. Was man findet, darf man behalten. Ach so. Was? Gut. Das ist er also. Thor persönlich. Aus Asgard. Das noch ganz gut in Schuss für sein Alter. Absolut. Brustpanzer. Aha. Hm. Die Runen müsste ich eigentlich mit Hilfe der Aufzeichnungen des Professors übersetzen können. So. Ich stieg herab aus Asgaror, vom mächtigsten der verborgenen Berge, um aufzusteigen in das Himmelreich. Hm. Vom mächtigsten der verborgenen Berge. Klingt, als ob Thors Heimat im Gebirge liegt. Aber in welchem? Ja. Es muss noch mehr Hinweise geben. Hm. Achso, muss man hier wieder wischen, 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 wischen. Ach Gott.
Ah, guck mal, da ist ja. So, super. Das irgendwas zu sagen? Ja, es ist ein Quadrat und zwei Linien, hast du irgendwo gerade gesehen. Ja. Mhm. Hier steht. Ja, ja. Klingt für mich, als würde sich. Ja, wissen wir. So, gehe ich mal wieder. Ja. Also wir haben jetzt die Schilde hier mit sechseckiger Erhebung und hier ist eine sechseckige Vertiefung. Ob das passt? Hm. Passt perfekt! Die sechskantige Vorderseite des Eisenschilds passt perfekt in das Loch. So, und das andere war schon... Herrje, was ist das? Huch! Ein Laser. Ah. Die Wikinger kannten also schon Laser. Ja, auf jeden Fall. Wenn einer, dann Wikinger. Die viereckige Erhebung vorn auf dem Schild passt genau in die Öffnung. Ah, ja. Oh nein, was ist das? Oh je, okay, dann schauen wir mal. Man kann den Holzschild drehen. Ah. Achso, nicht in die Richtung, sondern in die andere. Huch, der Strahl ist weg. Zwei. Ach, zwei. Ah, okay. Also das hier ist vielleicht eine 8, weil 2 mal 4 Striche. Weißt du? Aha. Guck mal gerade, wo sind wir jetzt? 4. 4, okay. Dann müssen wir noch mal 4 mal drehen. 1. 2. 3. Und 4. 8. Okay, das lassen wir erstmal so. Der Eisenschild lässt sich drehen. Ah ja. Das sind, glaube ich, 6. 1, 2, 3, 4. 5 und 6. 7. Ah, nee. Ja. 1 zu viel. Dann wieder zurück. Fünf. Was? Nein! Ah, jetzt vielleicht. 6. Aha. Guck mal. Zeigen eben. Sabradi, das ist es! Was? Sabradi. Ah. Mann. Wo ist das? Die Mönche wussten also tatsächlich, wo Asgard liegt. Ja, im Süden Islands. Ah, immer noch verstehe, ein zu danke. Großes Areal, um auf Anhieb fündig zu werden. Kein Problem. Kein Problem. Auf Thors Brustpanzer habe ich Runen gefunden, die unser Zielgebiet eng eingrenzen. Und nordische Runen kann sie auch lesen. Jetzt komme ich mir aber wirklich so langsam richtig dumm vor. Ja, das solltest du. Wie oft muss ich es Ihnen denn noch sagen? Vertrauen Sie ihr einfach. Ah, ja. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Schatz, das kannst du uns dann alles unterwegs erzählen. Jetzt müssen wir uns erstmal um einen Flug nach Island kümmern. Wozu war der Hut? Keine Ahnung. Einfach als Referenz. 6. Kapitel, Weltenbrand. Das klingt schon so final. Naja. Bin gleich wieder da. Guten Tag, Herr Halldorson. Ja? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Paddock. Guten Tag, Herr Paddock. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Sie wurden uns als Experte für diese Region empfohlen. Sagt Ihnen der Begriff verborgene Berge etwas? Aber natürlich. Klar. Damit können nur die subglazialen Berge bzw. Vulkane des Hochlands gemeint sein. Subglazial? Sie liegen unter einem dicken Eispanzer. Nur der höchste von ihnen, der Grimmsfjord, ragt mit seiner Spitze aus dem Gletscher heraus. Der mächtigste der verborgenen Berge. So. Was? Wie kommen wir dahin? Sie könnten mit uns fliegen. Wir haben da oben Messstationen, die wir regelmäßig kontrollieren. Leider ist der Vogel im Eimer. Oh. Und mein Pilot besorgt gerade die Ersatzteile. Dürfte ein paar Tage dauern, bis so lange haben wir ich bin übrigens auch Pilot. Ich schaue mir das gute Stück mal übrigens an. Übrigens bin ich Pilot. Dagegen haben. Okay, Feuerstelle. Was haben wir da? Das Feuer ist aus und der Topf leer. Naja, bis zum Abendessen ist das ja auch noch ein paar Stunden hin. Dann mach doch schon mal Feuer.
Hast du gut gemacht, Fetten. Hier ist ein Wasserkanister. Machen wir das Feuer aus. Nee, aber man kann das Wasser in den Topf schütten. Heißes Wasser kann man immer gebrauchen, für Nudeln, genau. Ich schütte Wasser in den Topf, bis er voll ist. Brav. So, was haben wir noch? Oh, einiges. Konservendose. Und den Geologen, aber den packen wir nicht ein. Die Luftpumpe. Was haben wir noch? Treibstofftank. Der Tank ist voll. Sehr gut. Fein. Aha. Unser eigener Motor. Der Motor des Lastwagens ist in Ordnung. Ich sollte lieber mal den Helikopter einer genauen Inspektion unterziehen. Ja, ja. Kleinigkeiten. Mal schauen, was der Mühle fehlt. Also. Diese Leitung ist in Ordnung. Die sieht nicht so gut aus. Die Leitung ist leck und verliert Hydraulikflüssigkeit. Verstehe. Schluss ab. Öffnung? Die Öffnung des Hydrauliksystems. Okay, also wir müssen... Die Leitung ist leck. Das reparieren wir. Kabel. Das Kabel scheint intakt zu sein. Schön. Schön, schön. Okay, das war alles. Damit der Vogel wieder fliegt, muss ich die Leitung reparieren und Hydraulikflüssigkeit nachfüllen. Ja, gut zu wissen. So, was haben wir hier? Da sind die Berge. Dort irgendwo muss der Grimmsfjall sein. Und hoffentlich auch Asgard. Stimmt. Mhm. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Ersatzteile ausbauen können. Vielleicht finde ich ja etwas, das ich als Ersatzteil für die Reparatur des Hubschraubers bauen kann. Dann können wir halt nirgendwo mehr hinfahren, aber wir haben ja dann einen Helikopter. Das Rote ist ja verdächtig. Ja. Das nenne ich mal eine innige Verbindung. Aber wir haben noch ein Messer. Hab ihn. So, so, so was. Wenn ich das Öl jetzt ablasse, versickert es im Boden. Keine gute Idee. Und auch noch Umweltverschmutzung der schlimmen Art. Aber wir haben ja auch eine Konservendose. Die Dose ist jetzt randvoll mit Öl. Sehr schön. So, und noch was? Schellen. Mit bloßen Händen kann ich die Schellen nicht abschrauben. Dann nimm doch wieder dein Messer. Ah, Messer. Wie war das? Mein Messer kann stechen, schneiden, ritzen, schlitzen, spalten, sägen und Rohrschellen abschrauben. Ja, so war das. Die kann ich nicht ausbauen. Die kann ich nicht brauchen. Auch nicht. Okay. Gut, also wieder zum Hubschrauber. Das Ganze festmachen. Die Länge passt, aber er sitzt zu locker. Dafür haben wir ja die Schellen. Perfekt. Eigentlich muss die Schellen so sitzt erst der Schlauch dran fest machen, auf bevor der Leitung. Man die bevor man in den Schlauch kommt. Tja. Weißt du, das sind ja so. Mhm. Motoröl ist zu zähflüssig für das Hydrauliksystem. Ach so. Dann müssen wir das wohl mit Wasser mischen. Ich gebe das Öl vorsichtig in den Topf. Oder so rum, ja. 10 Minuten später. Nach 10 Minuten haben sich Öl und Wasser unter fleißigem Rühren quasi verbunden. Eine homogene Emulsion gebildet, wie wir Emulgatoren zu sagen pflegen. Mhm. Ich fülle das Gemisch in den Kanister. Gut, okay. Fein gemacht. Ich würde nie pflegen zu einem Hubschrauber. So selbst gebastelt. Ja. Ja. Gut, dann füll das mal da rein. Das sollte funktionieren. Also rein damit. Fein. Und da muss man noch pumpen? Ein paar Mal kräftig gepumpt und das Hydrauliksystem sollte wieder funktionstüchtig sein. Na fein. Fertig. So, wir können. Was traust du mir? So, Ihr Hubschrauber ist wieder einsatzbereit. Können wir aufbrechen? Sofort. Ich hole nur noch schnell meine Ausrüstung. Was wollen Sie eigentlich auf dem Grimmsfjall? Meine Begleiterin ist... Dingens. Archäologin.
Wir gehen Hinweisen nach, die sie in alten Schriften der Wikinger gefunden hat. Mhm. Wikinger? Nicht mein Fachgebiet. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Okay. Ja, ja. Da vorne ist es. Ich werde für das Prüfen der Messstation wohl den ganzen Nachmittag brauchen. Ah, ja. Alles klar. Wir schauen uns so lange ein bisschen am Gipfel um. Okay. Aber Sie müssen unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein. Unbedingt. Typischer Gatska. 2 Stunden später. Nicht gefunden. Boah, die brauchen alleine 2 Stunden, um dahin. Es wird bald dunkel. Wir müssen zurück zum Helikopter. Also nochmal 2 Stunden zurück. Dort im Fels. Sieht aus wie eine Pforte. Gwen, wach auf. Wir haben was gefunden. Die schläft? Gwen, goddammit. Gwen. Oh je. Ja, sieht gut aus. Psst. Das ist Thors zu Hause. Noch ein Hubschrauber? Wer kann das sein? Ich hab nicht die leiseste Ahnung, mein Schatz. Oha. Schraub, 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 schraub. So. Oh nein. Oh nein, die Bösen. Professor SS und Dr. Nazi. Ja. Bleib hinter mir, Gwen. Gute Arbeit, Mr. Paddock. Was? Ihnen ist gelungen, was unsere renommiertesten Wissenschaftler nicht geschafft haben. Den Weg nach Asgard zu finden. Ich bin beeindruckt. So. Darf ich Sie nun um den Schlüssel bitten? Wovon reden Sie? Ich hab keinen Schlüssel. Das Amulett Ihrer Tochter. Was? Was? Geben Sie es mir. Moment. Erbe. Was? Huch. Was? Ausgezeichneter Schuss, Anna. Wow. Danke, Schwesterherz. Glückwunsch. Du hattest recht. Say ohne what? Die beiden hätten wir es nicht geschafft. Was? Ohne euch hätten wir Professor Langtree nicht rechtzeitig gefunden. Und das Projekt Wotan wäre vom KGB eingestellt worden. Sie haben uns nur benutzt. Anna hat uns die ganze Zeit... Deswegen hat sie nie mit uns geschlafen. Sie arbeitet für die Sowjets. Falsch, Herr Paddock. Oh Mann. Meine Schwester und ich arbeiten für niemanden. Die Geheimdienste auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs sind für uns nur Werkzeuge. Ach so. Sie helfen uns beim Vollenden der Arbeit unseres Vaters. Ihr Vater hätte sicher nicht gewollt, dass für die Entdeckung Asgards Kinder entführt und sogar Menschen getötet werden. Tja. Was wissen Sie schon über unseren Vater oder seine Forschungen? Es geht nicht um Asgard. Es geht um Wotans Erz. Was? Die 100-fache so. Radioaktivität von Uran oder Plutonium. Verstehe. In diesen Zeiten, das sollten Sie wissen, Herr Paddock, bedeutet das Macht. Unbeschreibliche Macht. Macht. Dafür lohnt jedes Opfer. Also, öffnen Sie das Tor, sonst... Sonst was? Nein, gib mir das Amulett. Oh je. Right. Ah, wie schön! Hakuna Matata! Yggdrasil, es ist also... Oh, die eine Schwester ist aber... Und der Weltenbaum schlechter wird ja, irgendwie schon. Ach du Heiliger. Können wir hier gehen? Tut mir schrecklich leid, aber Sie werden noch gebraucht. Vorläufig. Sei nicht gemein. Wozu? Aber ja. Aber die beiden uns im Alter ein bisschen vorhin. Ja. Sie ist doch noch ein Kind. Dad! Es gibt da leider noch ein nicht gerade triviales Problem. Ach. Fast alle Wissenschaftler, die am Projekt Wotan gearbeitet haben, wurden Opfer der Strahlung. Ach so. Aber wie konnten dann die Bewohner Asgards überleben, wo sie der Strahlung doch Jahrhunderte unmittelbar ausgesetzt waren, ehe sie diesen Ort aus einem uns noch unbekannten Grund verlassen haben? Bevor wir Wotans Erz fördern, müssen wir das herausfinden. So, so. Und da wir dabei ungern unser eigenes Leben aufs Spiel setzen möchten, kommen uns 2 entbehrliche Versuchskaninchen gerade recht. Versuchskaninchen. Besten Dank. Die sind sicher so die Umgebung. Böse. Und schäbig. Ja, auch. Und sie lüften jetzt das Geheimnis um die Heilkräfte Asgards. Echt? Aber jetzt sie sind wahnsinnig. Sofort. Ich werde ihnen nicht helfen. Nein? Sie narr. Sie sollen auch nicht uns helfen, sondern ihrer Tochter. Ach, was? Was? Bitte wie? Oh nein! Nein! Und aufs Stichwort fällt nein, sie hin. Stimmt! Das ist mir ach ja, mir geht's schlecht! Haben Sie denn wirklich nicht bemerkt, dass Ihre Tochter immer oh nein. Radioaktive Substanzen. Wenn wir das legendäre Heilmittel nicht finden, wird sie sterben. Ich werde sie töten! Sie haben das Gwen in Moskau angetan. Habe ich recht? Ich tat lediglich, worum Sie mich gebeten haben. Gwen, die Injektion verpassen. Oh. Was? Was soll ich tun? Ah, okay. Und wenn wir das gemacht hätten, hätte sie dann gesagt. Dann hätte er das selbst. Die Schatulle ist der Schlüssel. Die Mönche auf Gotland, Vater, Kessler, all ihre Besitzer wurden auf wundersame Weise vor der radioaktiven Strahlung geschützt. So, so.
Geschnitzt aus dem Holze Yggdrasils. Die Runeninschrift mit dem Hinweis auf das Elixier des Lebens. Verstehe. Die Karte, die uns hierher geführt hat. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Der Weltenbaum birgt die heilenden Kräfte. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie man sie nutzt. Und hier kommen Sie ins Spiel, Herr Paddock. Ach. Ach was. Okay, aber bevor wir unsere Tochter retten, speichern wir. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.